Das mit dem Esel ist ja schon so eine Sache. Unser Text heute hat zwei Teile. Die ersten sechs Verse mit dieser herausfordernden Aufgabe für die Freunde von Jesus. Wie würde das dir gehen? Jesus sendet dich auf die Osterstraße und sagt, dort bei Karstadt steht ein neuer Skoda, die Schlüssel sind auf dem Hinterreifen, hol den mal eben ab. Im Wilden Westen wurden Pferdediebe gehängt. Dieser Auftrag von Jesus hatte es schon in sich. Und interessant ist, dass sie sich auf den Weg machen. Sie waren wohl sehr davon überzeugt, es wird gut ausgehen, wenn Jesus das sagt. Übrigens, dieses Fohlen war ein Fohlen des Esels, der auch bei der Geburt von Jesus dabei war. Nein, das war nur ein Scherz. Ab Vers 7 beginnt dann der zweite Teil dieses Abschnitts, der Einzug von Jesus in Jerusalem. Wenn orientalische Könige oder Fürsten eine Stadt besuchten, dann wurden vorher alle Straßen gereinigt, gefegt, in Ordnung gebracht. Man brachte besondere Tücher an den Gebäuden ab und Teppiche wurden auf den Straßen ausgebreitet. Und dann würde man den hohen Gast auf einem kostbaren Gefährt in einen der Paläste der Stadt begleiten. Hier kommt Jesus, der König der Welt, der König aller Könige, und alles ist scheinbar ein wenig schlichter. Aber immerhin, er bekommt ja seinen Weg aus Kleidern und Palmwedeln ausgebreitet. Er hat sein Fohlen und statt in Palästen schläft er nachts in einem Garten. Wir sehen Jesus hier groß und gleichzeitig auch ziemlich klein. Und beides gehört untrennbar zu Jesus. Eines der wichtigsten Wörter im Leben ist ja das Wort und oder sowohl als auch. Klar, es gibt Momente für das Entweder-Oder, wo man sich entscheiden muss zwischen A oder B. Aber oft brauchen wir dieses Und, um das Leben zu verstehen und um das Leben zu leben. In Portugiesisch heißt Und E oder E. Ich weiß gar nicht, wie man das genau ausspricht. Aber ich habe von unseren brasilianischen Praktikanten zum Abschied solch ein E, ein Und geschenkt bekommen, um es wirklich immer auch bildlich vor Augen zu haben. Jesus ist immer beides. Er ist der vertraute Jesus und der ganz andere Jesus. Er ist der König und er ist der Bescheidene. Er ist der Große und der Demütige. Er kommt auf einem Esel, auf einem Fohlen und dabei lesen wir, und die vorangingen und die nachfolgten schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Sie rufen Hosianna oder Hosanna. Das ist kein griechisches Wort, sondern es wurde eingegriechischt. Sagt man das so? Es ist eigentlich ein hebräischer Begriff. Und das heißt übersetzt so viel wie rette uns oder erlöse uns. Und die Juden zitieren bei jedem Passafest Psalm 118. Passa war ja die Erinnerung an die Rettung aus dem Elend in Ägypten, verbunden mit dieser Hoffnung, bald kommt der wahre Retter, der wahre Erlöser, der alles zum Guten wenden wird. Und in Psalm 118, Abvers 25, klingt es dann so: Ach Herr, bring doch Rettung, ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und genau diesen Text aus dem Passafest, wo es um den kommenden Retter und Erlöser geht, dieser Vers wird hier zitiert, wird gerufen, wird geschrien von den Menschen. Jesus ist tatsächlich beides. Er ist der Bescheidene, der Demütige, der Freund, der Bruder, der Helfer und er ist der König, der Kyrios, der Retter, der Erlöser, Gott von Ewigkeit her. Er ist vertraut,
nah, er ist der, der mich begleitet. Und gleichzeitig ist Jesus der Ferne, der Heilige und der Erhabene. Und es ist ganz wichtig, dass wir beide Seiten von Jesus vor Augen haben, wenn wir über Jesus nachdenken, unseren Glauben beschreiben. Beides soll Raum in uns haben, weil sonst würde unser Glaube irgendwie schräg, wenn wir nicht diese beiden Seiten von Jesus immer wieder in die Mitte stellen. Und so ist die Frage heute bei diesem Bibeltext, was lebt eigentlich davon in dir? Was ist lebendig? Und was ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen im Laufe der Zeit? Und wo ist es vielleicht dran, einen Schwerpunkt ganz neu zu setzen? Da ist Jesus, der Jesus in meinem Herzen, an dessen Herzen ich bin. Und da ist der Jesus, vor dem alle Knie sich einmal beugen werden, den wir anbeten, der Jesus, den wir achten, den wir ehren, dem wir dienen und dem wir folgen. Jesus ist der am Kreuz Sterbende und es beschreibt seine Erniedrigung und das ist seine Erhöhung. Er ist der auferstandene Herr, der König, der Kyrios aller Welt. Und wenn beides in mir lebt, dann bricht Gottes Königreich in meinem Leben an. Und ich wünsche euch heute einen ganz erfüllten Tag mit einem starken Jesus an eurer Seite.